Ja, willkommen zurück in Randall's Monday in Tag 6, der gar nicht mehr Tag 6 ist. So, ich weiß aber nicht, welchen Glücksbringer ich jetzt verwenden soll noch. Und ob ich fürchte, das Spiel macht irgendwie das andere zuerst. Ich könnte ja einfach mal gucken, was das andere ist. Weißt du was, ich guck mal eben in die Komplettlösung. Habe ich jetzt hier irgendwie mal Häkchen oder so? Guck mal, hier sind jetzt endlich mal Häkchen. Meine Fresse, endlich. Tag 6. So, guck mal hier. Bla, 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 bla. Über viele Jahre. So, Tag 6. Tausende Tage sind vergangen. Rede mit dem Magic Box-Typen, bis er dir seine Kiste gibt. Es ist doch gar nicht abgeschlossen. Das habe ich gar nicht gemacht. Ich habe gar nicht mit dem geredet. Wieso kriege ich denn die Kiste von dem? Gut, ich hätte jetzt eh mit dem geredet, weil irgendwie in irgendeinem muss ich ja noch reden. Also nicht unbedingt mit dem jetzt sofort, aber... Wie läuft's denn so, Illusion? Recht gut, Mr. Hicks. Ich hoffe, es geht Ihnen gut heute. Mir geht's jeden Tag hervorragend, Martin. Jeden Tag. Wollen Sie einen Zaubertrick sehen, Mr. Hicks? Tut mir leid, hab gerade viel zu tun. Später vielleicht, ja? Natürlich, Sir. Kein Problem. Weißt du, wo ich ein bisschen Frittierfett herkriege, Martin? Frittierfett? Ja. Ich glaube, Bruno ist der Einzige, der sowas hat. Köche brauchen manchmal Frittierfett, Mr. Hicks. Ja, natürlich. Da kriege ich immer die gleiche Antwort. Bruno, Bruno, Bruno. Der Typ hängt mir zum Hals raus. Hat er eigentlich das Weltmonopol auf Frittierfett oder was? Ich weiß nicht. Aber ich habe kein Fett oder so. Tut mir leid. Ah, okay. Entspann dich, Martin. Ist schon okay. Ich wollte mit dir über deine magische Schachtel reden. Natürlich, Sir. Wollen Sie jetzt den Trick sehen? Nee, darum geht's nicht. Ich verstehe nicht. Worum geht's denn dann? Ich will die Schachtel haben, Martin. Bitte, Mr. Hicks. Die Schachtel ist alles, was ich habe. Die kann ich nicht einfach weggeben. Martin, Martin, Martin. Du weißt schon, dass du die Nacht im Krankenflügel verbringst, wenn ich mich wiederholen muss. Und das wäre doch wirklich schade. Findest du nicht, mein Freund? Nein, Mr. Hicks. Ich will die Nacht nicht im Krankenflügel verbringen. Na gut. Also, Martin, wie sieht's aus? Hier, bitte. Hier ist die Schachtel. Danke sehr. Das war sehr nett von dir. Bitte, passen Sie gut drauf auf, Mr. Hicks. Aber sicher. Mach dir keine Sorgen, ja? Ja, jetzt habe ich die Schachtel. Was mache ich mit dem Scheißding? Ah, ist nur eine ganz einfache Schachtel. Ein simpler Trick. Brauche ich bestimmt für irgendwas anderes. Warte mal. Was ist denn das hier? Warum ist denn das hier angeblich schon abgeschlossen? Das habe ich alles überhaupt gar nicht gemacht. Ich guck mal her. Nimm dir 3 Kissenbezüge. 2 bekommst du einfach. Für den dritten musst du in Mortimers musst du die Zelle, die Hake benutzen. Wieso ist das denn angeblich abgehakt? Kissen? Ich nehme nur den Bezug. Wofür ich jetzt Kissenbezug brauche, weiß kein Mensch. Aber hey. So, mit der. Nein. Das läuft sogar. Hab's. Kaum zu glauben, dass sowas auch ohne Entenbügel geht. Ohne Entenbügel. Was ich damit jetzt mache? Kein Plan. Habe ich 3-mal Kissenbezug. Sehr viel besser. Ah. Jetzt ist es viel länger. Sehr gut. Ich das war klar. Mich immer wieder selbst. Ein Enterhang. Meine neueste Ninja-Erfindung ist fertig. Ich habe keine Ahnung, was ich damit soll, aber vermutlich ist es später gut, um abzuhauen. Okay, wir gehen nochmal zu Bruno Mars und fragen mal wegen dem Dingens. Weil ich weiß nicht, was noch alles in die Suppe rein soll. Also. Okay, wir gehen mal die Stärke zuerst. Was hat es mit Stärke auf sich? Weißt du, ich bin nicht mehr in derselben physischen Verfassung wie früher. Hab eine Menge Kraft verloren. Und irgendjemand muss mich wieder hochpäppeln. Und dieser jemand bin ich? Genau. Aber ich spuck wie ein Mädchen. Junge, wie lange bist du schon hier? Tja,
Ehrlich gesagt weiß ich das nach den ganzen Raumzeitschleifen nicht mehr so genau. Du bist gestern angekommen und heute bist du schon der Boss hier. Darüber kann man streiten. Ich seh's in deinen Augen, Junge. Du wirst mein Trainer. Okay. Weißt du was? Ziehen wir's durch. Super. Sag mir, wenn du bereit bist und los geht's. Machen wir. Dein Training beginnt jetzt. Perfekt. Wie sollen wir es angehen? Warum legen wir nicht einfach ein bisschen 80er Classic Rock auf und du machst irgendwas? Ich schau mir das an und nicke dazu. Gefällt mir. Erinnerst du dich an Ivan Drago aus Rocky? Stell dir einfach vor, der ist dein Gegner. Das bringt mich richtig in Fahrt. Gehen wir es an. Ist das geil einfach. Yeah! Bruno ist fit. Na, wie fühlst du dich? War noch nie besser, als könnte ich die ganze Welt bespucken. Wow, alles in unter einer Minute. Ich bin echt gut. Beste Minute aller Zeiten. Ha, fühl mich bullenstark, obwohl da vielleicht auch die Stierhormone, die ich vor kurzem genommen habe, was damit zu tun haben. Bullenspeiche. Das gefällt mir. Das war's aber absolut wert. Sehe ich genauso. Auf jeden Fall. Okay, Stärke haben wir. Also. Dann Weisheit. Glück arbeiten wir dran. Mal gucken, wenn Weisheit auch so einfach ist. Was meinst du mit Weisheit? Naja, du weißt schon. Weisheit eben. Ja, das ist ein bisschen vage. Was genau meinst du damit? Nun, weißt du... Vor ein paar Jahren gab's mal so einen Typen, der etwas ungewöhnlich war. Die haben ihn dann in die psychiatrische verlegt, weil er so ungewöhnlich war. Und wo liegt das Problem? Der ist seit heute Morgen wieder hier. Oh, ist der irgendwie gefährlich oder was? Muss ich mir Sorgen machen? Eigentlich nicht. Aber... Als er in die Klapse kam, war er automatisch vom Spuckwettbewerb ausgenommen. Jetzt ist er zurück und ehrlich gesagt, ist der Bastard besser als ich. Sogar mit dem Zaubertrank und meinem Training. Verstehe. Okay, aber du scheinst nicht so richtig zu verstehen, was Weisheit eigentlich heißt. Ach, glaub ich nicht. Okay. Vertrau mir, Bruno. Das bedeutet nicht das, was du denkst, dass es bedeutet. Egal. Dieser Alan ist ein richtiges Arschloch und ich muss ihn besiegen. Moment mal. Sagtest du Alan? Eben der. Die lebende Legende. Gegen den habe ich keine Chance. Das kann ich vergessen. Alan? Dieser schizophrene Typ mit dem Ballettröckchen? Genau der. Jetzt verstehe ich, warum der in die Klapse kam. Tja, der ist gestern rausgekommen. Also ist er wieder da und wird beim Wettbewerb teilnehmen. Der verdammte Bastard! Ich bin erledigt. Bruno. Du lässt dich von dem Typen im Ballettröckchen einschüchtern? Ich krieg gleich einen Lachkrampf. Ich will, dass das Arschloch aus dem Turnier fliegt. Du meinst, ich soll Alan kalt machen? Das hast du gesagt. Wär mir aber auch recht. Aber warum machst du es dann nicht einfach selbst? Ich meine, komm schon, du bist der am meisten gefürchtete Insasse hier. Schick ihn einfach auf die Krankenstation. Problem erledigt. So einfach ist das nicht. Jeder weiß, dass er der Einzige ist, der mich schlagen kann. Wenn ich den anfasse, wäre ich sofort disqualifiziert. Und ich habe ja nicht das ganze Jahr trainiert, damit ich in letzter Minute rausfliege. Okay. Ich schau mal, was ich machen kann. Aber versprechen kann ich nichts. Hix, ich zähl auf dich. Lass mich nicht hängen. Ich tu mein Bestes. Das höre ich gern. Wir tun unser Bestes. Okay. Ich habe da schon eine Idee. Wir haben mal unseren kleinen Bounty Hunter hier. Da. Den können wir den bestimmt auf den Leib setzen. Hey! Na, okay, was anderes. Glaubst du an Übersinnliches?
Weißt schon, Talismane und so. Tja, eigentlich nicht. Hab das immer für Quatsch gehalten. Okay, vergiss es. Tja. Klar. Kann ich mit allen reden, oder was? Mit dem. Okay. Mit dem Fetten? Was für ein Sinn? Mit dem Sleazy? Hey, was geht? Sieh mal einer an, wenn das nicht Mr. Randall Hicks ist. Okay. Würdest du dich als abergläubisch bezeichnen? Abergläubisch? Nein, gar nicht. Ich glaub nicht an den Quatsch. Was erzählt man sich denn über mich? Verstehe nicht ganz. Komm schon, Sleazy, der Grund, warum ich hier gelandet bin. Ach. Oh. Das. Ja, das. Also, ich glaub ja nicht alles, was die Leute über dich erzählen. Besonders, weil sich keiner traut, es dir ins Gesicht zu sagen und du scheinst auch keinen blassen Schimmer zu haben. Also nehme ich an, das ist alles nur gelogen. Wenn dem so ist, gebe ich dir einen Tipp. Ignoriere einfach die Gerüchte. Gerüchte haben nur Macht über einen, wenn man sich was aus ihnen macht. Tja, und wenn ich falsch liege und sie sind doch die Wahrheit, warum sollte ich dir dann alles erzählen? Du weißt längst alles und wir können einfach die Vergangenheit ruhen lassen, nicht? Ich weiß, das wolltest du sicher nicht hören, aber mehr fällt mir dazu auch nicht ein. Tja, danke für gar nichts. Wusste gar nicht, dass du so tiefgründig bist. Dann bis später. Mir ist da gerade was eingefallen. Ich hatte ja vorhin die Idee mit der Rahmenfeder, ne? Oben ist ja das Nest. Und ich habe Seil mit Haken. Yeah. Autsch. So, jetzt habe ich keinen Apfel. Oh, super. Wenn ich jemals hier rauskomme, dann mache ich eine Diät, das schwöre ich. Ich hätte gerne den Apfel. Die Katze wird den nicht freiwillig hergeben. Tja, wetten doch. Ich fürchte, der Katze hat die Dusche gar nicht gefallen. Hat sogar funktioniert, geil. Okay, wir haben einen Apfel. Und leider ist unser abgebrochener Ast kaputt. Aber hier ist das Nest, was ist denn da drin? Hey, ein Penny. Die Kiwi gehört also doch hier in den Knast. Der kleine Bastard ist ein Dieb. Okay, ein Glückspfennig. Alles klar, okay, ein Glückspfennig. Dann kriegen wir die Suppe hin, wenn das alles ist. Nehmen wir nochmal mit Alan. Übrigens, Alan, hätte ich fast vergessen. Du nimmst also am Wettbewerb teil, ja? Stimmt. Du glaubst doch wohl nicht, dass du eine Chance hast, oder? Ich weiß, dass ich gewinnen werde. Ich bin eine Legende. Keiner hat auch nur annähernd mein Talent. Meine Technik ist jenseits der menschlichen Möglichkeiten. Was soll das heißen, jenseits der menschlichen Möglichkeiten? Ich meine, dass ich bis in die Stratosphäre spucken kann, ohne dabei in Schweiß auszubrechen. Kennen Sie jemand, der das auch drauf hat? Tja, vielleicht Matt in seinen besten Jahren. Ich habe noch nie von diesem Matt gehört. Aber der kommt an mich nicht ran. Seien Sie versichert. Klar, Mann, du bist der Beste. Geht's dir eigentlich gut hier drin? Kann ich irgendwas für dich tun? Keine Sorge, mir geht's gut. Das Einzige, was mich stört, ist die verstopfte Atmosphäre. Was meinst du damit? Ich bin sicher, Menschen wie Ihnen fällt das gar nicht auf. Aber hier riecht's einfach schrecklich. Tja, ich weiß, hier riecht's nicht gerade nach Veilchen, aber da gewöhnt man sich dran. Das glaube ich nicht. Ich habe einen außergewöhnlich starken Geruchssinn. Und ich weiß ganz sicher, dass der faulige Gestank in diesem Kerker für mich nie aufhören wird. Gut zu wissen. Gut zu wissen. Hast du recht, Ben. Ja, ich muss los. In Ordnung, aber achten Sie auf diese Gestank. Ja, du bist mit deinen Undercover-Dingern. Ich hab doch noch... Es gibt... Nee. Ich denke nicht, dass das... Kann ich ihm einfach Dünger unter die Nase halten? Entschuldige, Alan. Ich kann nicht erlauben, dass du am Wettbewerb teilnimmst. Ja.
Wenn du gewinnst, kriege ich kein Fett. Und ich bin zu weit gekommen, als dass ich mir das durch einen Irren kaputt machen lassen würde. Erledigt. Nur fürs Protokoll. Wer ist bloß bewusstlos? Hoffe ich. Und ich habe immer noch was von dem widerlichen Dünger übrig. Habe ich denn auch genug von dem widerlichen Dünger übrig? Ja, habe ich. Ich kann mal kurz gucken. Kann ich mir eigentlich meinen Phosphor nehmen? Jawohl, jetzt habe ich auch meinen Phosphor. 6 Becher Phosphor. Sehr gut. Und dann gehen wir uns mal das Fett und den ganzen anderen Kram. Das holen wir uns alles in der nächsten Folge. So langsam kommen wir vorwärts. Ich glaube, wir kriegen das. Ich schaffe das Game heute noch. Aber jedenfalls erst in der nächsten Folge. Wir sehen uns und macht es gut. Tschüss.